Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr habt euer Wochenende gut verbracht. Heute möchte ich euch gerne meine ganzen Primer zeigen, die für mich bei trockener Haut sehr gut funktionieren. Also wenn du auch trockene Haut hast, dann bleib gerne dran. Ich besitze nicht nur Drogerieprimer, sondern auch High-End-Primer. Ich mache da keinen Unterschied und habe, wenn ihr mich schon länger verfolgt, gerne einen Mix aus beiden. Ich möchte euch einfach heute Primer zeigen, die für mich sehr gut funktionieren, weil ich trockene Haut habe und ich sogar bei Primern oft das Problem habe, dass sich diese von der Haut abperlen. Das hat sich erst bei mir in den letzten ein, zwei Jahren neu entwickelt, dass meine Haut verschiedene Primer, Foundations leider Gottes nicht vertragt. Und da war es für mich wirklich sehr schwer, in den letzten eineinhalb Jahren passende Primer und Foundation zu finden. Aber jetzt habe ich ein paar Primer gefunden, die für mich wirklich super funktionieren. Und das würde ich gerne mit euch teilen. Und als erstes beginne ich mit einem Primer von NYX. Das ist der Honey Dew Me Up Primer. Das ist eigentlich eine sehr ölhaltige Konsistenz, beziehungsweise fühlt sich auf der Haut an wie Kleber. Muss sagen, dass das wirklich sehr gut für mich funktioniert. Das hat auch so, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, so goldene Schimmerpartikel, die aber auf der Haut kaum sichtbar sind. Ich mag das, weil er die Haut sehr sticky macht und da meine Foundation wirklich gut hält und der sich eben nicht von meiner Haut abperlt. Wie ihr seht, den habe ich noch nicht so lange, also den benutze ich jetzt seit gut 3-4 Monaten. Dafür ist er noch sehr, sehr voll, was absolut nicht schlimm ist, weil er damit natürlich sehr ergiebig ist und ich sicher länger damit auskomme. Und den kann ich euch auf jeden Fall einmal empfehlen. Aus der Drogerie habe ich einen Primer, da muss ich gestehen, weiß ich nicht, ob es den noch gibt. Sollte es so sein, werde ich euch natürlich gerne einen Preis einblenden. Das ist von Catrice, der Pure Radiance Glow Riser. Das sind so Perlen, die dann auf der Haut, beziehungsweise ich gebe mir das immer auf den Handrücken und verteile es dann im Gesicht, dann lösen sich diese Perlen natürlich auf und sie haben einen leichten Schimmer, was echt angenehm ist, weil es nicht so stark ist. Der war sehr, sehr günstig und ihr könnt auch schon sehen, ich habe den schon bis zur Hälfte leer gemacht, also wirklich schon sehr gut benutzt. Den mag ich wirklich sehr gerne und war wirklich sehr günstig. Wie gesagt, wenn ich ihn noch finde und euch sagen kann, wie viel der kostet. Ich habe ihn damals, glaube ich, im Sale gekauft, das ist sicher auch schon wieder ein halbes Jahr her. Sollte ich ihn noch finden, werde ich euch gerne den Preis einblenden. Jetzt kommen wir mal zu einem eher High-End-Produkt, was für mich auch sehr gut funktioniert. Und zwar, das ist von Too Faced, der Hangover Primer. Den, muss ich sagen, mag ich auch sehr gerne. Er ist silikonfrei und wie ihr seht, den habe ich schon relativ gut benutzt. Den habe ich auch schon länger in meiner Sammlung. Ich muss mich bei Primern wirklich viel austesten und den wirklich wochenlang testen, weil es mir auch oft passiert ist, dass es sich erst nach dem 10., 15. Mal von meiner Haut perlt und das tut dieser auch nicht. Und deswegen kann ich euch den für trockene Haut auf jeden Fall auch empfehlen, auch wenn er etwas teurer ist. Dann habe ich wieder zwei Varianten aus der Drogerie. Den einen habe ich euch schon des Öfteren vorgestellt. Und zwar, da rede ich von dem Essence Prime Studio Glow Boosting Primer. Genauso gut finde ich aber auch den Prime Studio Redness Corrector Primer. Der gibt mir wirklich sehr gut Feuchtigkeit und ist doch schon fast leer. Muss auch wirklich sagen, dass ich den wirklich sehr gerne benutze. Und den hier nehme ich gerne für meine roten Stellen. Er ist auch porenminimierend. Da muss ich halt leider Gottes sagen, muss ich wirklich aufpassen, der funktioniert einmal für mich gut und einmal nicht. Deswegen habe ich ihn trotzdem ins Video genommen, weil es sicher Leute da draußen gibt, die nicht so mit ihrer Haut zu kämpfen haben wie ich momentan. Und deswegen habe ich mir gedacht, zeige ich euch beide, weil ich beide wirklich sehr gut finde.
Ich hatte auch von dem die, das war so eine graue Verpackung, die Mattifying Version, die hat bei mir gar nicht funktioniert. Die habe ich dann nach 2 Monaten abgegeben, weil sich der nur von meiner Haut gekrieselt hat und leider für mich so überhaupt nicht funktioniert hat. Aber die beiden, die durften bleiben. Ein absoluter Favorit von mir und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben und ist leider auch ein bisschen teurer, ist der Becker First Light Priming Filter Primer. Den mag ich auch wirklich sehr gerne, ist leider auch etwas teurer, aber seine Konsistenz ist wirklich perfekt für mich. Ich habe sogar schon ein Backup, zwar in kleiner Tubenform, aber der geht leider Gottes auch schon dem Ende zu, was ich echt schade finde. Und man sieht auch schon am Glasflakon, dass der leider schon Flecken bekommt, das heißt ein Zeichen dafür, dass er leider leer wird. Der funktioniert für mich immer. Egal zu welcher Foundation, zu welcher BB-Cream, welches Puder, egal was ich auftrage, wenn ich den vorher benutze, habe ich nie Probleme gehabt. Das ist ein Primer, wenn ich weiß, ich habe einen wichtigen Termin oder es muss wirklich schnell gehen, weil ich nicht viel Zeit habe und ich möchte aber vielleicht eine BB-Cream oder irgendetwas tragen, dann greife ich immer zu dem hier, weil ich mich hundertprozentig auf ihn verlassen kann und ein absoluter Lieblingsprimer von mir. Dann habe ich noch, ich würde sagen, es ist kein Primer, aber ich persönlich benutze ihn eher als Primer. Und zwar, die Rede ist von dem NYX Born to Glow Liquid Illuminator. Das ist eigentlich ein flüssiger Highlighter, den ich aber als flüssigen Highlighter so eigentlich gar nicht benutze. Ich nutze den gerne fürs ganze Gesicht. Vor allem mag ich den sehr gerne im Sommer, wenn es draußen sehr, sehr warm ist und ich gerne ein Glowy Finish haben möchte, ist es oft so, dass meine Haut zwar trocken ist, aber ich ein Mensch bin, der sehr leicht im Gesicht schwitzt. Und somit manchmal schon, wenn ich mich um 10, 11 vormittags fertig machen möchte, einen hochroten Kopf bekomme und auf eine Feuchtigkeitspflege meistens verzichten kann, weil mir einfach schon sehr warm ist. Und dann nutze ich meistens dann nur einen Primer, was bei mir auch gut funktioniert. Und wenn es aber ein Primer sein soll, der sehr viel Glow zaubert, dann greife ich gerne zu dem hier, weil mit einer BB-Cream oder einer Foundation drüber ist der Glow nicht mehr so intensiv und trotzdem finde ich ihn als Gesamthighlight im Gesicht wirklich sehr schön und den wollte ich euch eben auch nicht vorenthalten. Ja, und zum Schluss kommen wir noch zu 2 Primern, die ich erst heuer für mich entdeckt habe. Wer ein paar Videos von mir schon gesehen hat, könnte sich eventuell schon vorstellen, von welchen Primern ich spreche. Und zwar, die Rede ist von den Douglas Primern. Einmal die Variante Prime and Glow und einmal die Aloe Vera Variante. Also die ist lediglich für Feuchtigkeit und die, wie der Name schon sagt, auch für Glow. Beide habe ich noch nicht so lange. Also wer meine letzten Videos verfolgt hat, weiß ungefähr, dass ich den so circa seit 1,5 Monaten besitze, den etwas länger. Und ich finde beide wirklich sehr gut. Preis-Leistung ist top. Ich könnte mich nicht entscheiden, welchen ich besser finde. Ich mag den feuchtigkeitspflegenden sehr gerne. Ich mag es aber auch Glow zu haben. Gerade im Sommer finde ich das absolut toll. Ich finde beide wirklich angenehm aufzutragen. Bis jetzt haben sie sich bei mir nicht abgeperlt und ich habe sie wirklich in den letzten Wochen regelmäßig probiert, damit ich eben Produkte, die bei mir nicht funktionieren, nicht erst zu spät weggebe, weil sie dann vielleicht schlecht sind oder damit sie einfach nicht ewig bei mir herumkugeln, gebe ich sie dann gerne meiner Schwester, Freundinnen, wie auch immer. Bei den beiden ist es mir bis jetzt noch nicht passiert und deswegen kann ich eine absolute Empfehlung für die beiden aussprechen. Und finde die natürlich auch sehr schön. Ja,
Und somit wären wir schon wieder am Ende dieses Videos. Mich würde sehr interessieren, wenn ihr auch trockene Haut habt, welchen Primer ihr bevorzugt. Es würde mich wirklich brennendst interessieren. Ich suche immer wieder nach neuen Primern, weil ich der Meinung bin, sowohl der Backup Primer als auch der Hangover Primer sind ja richtig gut, aber auch sehr teuer. Ich bin für Alternativen immer offen und wenn ihr eine super Alternative habt an feuchtigkeitsspendenden Primern, dann bitte ein Kommentar. Ich würde mich riesig darüber freuen, mich mit euch darüber auszutauschen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Gebt mir gerne ein gratis Abo und ein Like, wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.